Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon's Dogma für die Switch. Und wir befinden uns hier im Lager, weil wir ja nicht auf der Reise sind zu unserer Quest mit den Kobolden. Wir machen uns mal auf den Weg und versuchen mal jetzt dahin zu kommen. Diesem roten Anzeige-Dingsbums. Irgendwie finde ich den Weg dahin nie, aber jetzt versuchen wir es mal. Wird schon klappen. Muss dahin lang. Okay. Sehe. Ja, mal hier links. Ich glaube, wir müssen eigentlich auf die andere Seite, kann das sein? Meins Wasser können wir wahrscheinlich nicht. Ist aber immer nicht so gesund für unsere Gesundheit, glaube ich. Teufelsbluthain, okay. Wir müssen da ja auf jeden Fall irgendwie ja in die Richtung. So, gehen wir mal. Ja, wir halten uns auch fern. Wir wollen ja nicht da in dieses Wasser fallen. So, wo sind wir denn hier? Aha. Ein paar Blümchen, die sammeln wir mal ein. Dornenblume. Dornenblume. Nimm einfach mit. Wer weiß, wofür wir die gebrauchen können. Oh, da sind ein paar Orks. Also, da kann man so wenige. Okay. Da hinten ist ein Drache. Scheiße, habt ihr den gesehen? Wir müssen aufpassen, dass wir natürlich nicht da. Dass der Drache nicht zu uns kommt hier. Hier zu uns, da hinten ist der Drache, nicht so den wecken. Und wir gehen hier weiter. Nur so, um zu umgehen hier. Wenn das geht. In eine Weise. Ich gucke auf die Karte kurz. Aber vielleicht kommen wir da ja längs, ich weiß es nicht. Ganz mal. Ne, hier geht's auch nicht weiter. Crazy. Hier durch, komm mit. Okay, sind ganz viele. Seid ihr da? Weil es blinkt, dachte ich, man müsste ja irgendwas machen, aber muss man gar nicht. Lass uns die mal hier killen, hier alle. So, müssen wir mal einen hier sammeln. Mal einen hier sammeln, mal das einsammeln. Gut, der hat Geld verloren. Nee, können wir nicht. Wir müssen kämpfen, kämpfen, kämpfen. Okay, den kriege ich gar nicht getroffen. Jetzt aber. Zack. Okay, warte, wo bist du denn? Ah, er ist schon tot, okay. Geht's gar nicht weiter, kann das sein? So eine. Doch. Da längs? Das ist mit der Karte, das war echt ein bisschen schwierig. Doch, da geht's längs. Guck mal. Komm mit mir, Leute. Ich kenne den Weg. Wildschweine. Wildschweine sind auch gut.
Ein ehrenloser Tod. Aber kein Ehrenschwein. Guck mal, da ist auf jeden Fall eine. Was ist das denn? Wollen wir durch? By the looks of it, it is a grand and sturdy fortress. Warte, da sollen wir hin. Also. It is known as the Shadow Fort, built to ward against a goblin invasion. We're here. Gut. Treten wir doch mal diese Schattenfeste. Unser Auftrag ist also so nah. Der mächtigste aller Feinde. Die Schattenfeste. Das ist immer eine fette Burg, oder nicht? Schon ein bisschen beeindruckend, oder? Reden wir mit den Leuten hier draußen. Ja. Well met, sir. I take you for the Arisen. Sir Maximilian informed us of your coming. By your leave, I would ask you spearhead our force here. Our tactics are as such. We aim to strike from the front gate, but lack the time and means to batter down the doors. I ask that you pass through the hole you see there and lay open the gate from within. I cannot say what may await you within. The danger is great, but I trust you will prevail. I've learned what to do in this quest. Okay, let's look for a way underground. Aber reden wir mit ihr hier. We'd best check the grounds to know what to do next. We'd best check the grounds to know what to do next. There's a way down here. Hat er noch irgendwelche anderen Sachen für uns? I ask you enter through that. I cannot say what may await you within. Okay. Also hier durch? Wahrscheinlich, ne? Wir speichern mal vorher. Sure is sure, ne? Ja, komm. Und hinab. Vielleicht so ein paar leckere Pilze mit. Schurkenbecher. Okay, ich will auch unten heilen, das ist gut. Müssen wir wahrscheinlich raus. Okay, wir sind drinne. Oh. Komm schon. Schlacht mir ab, das Schwein. Ah, super. So. Silbertwill. Alles mitnehmen. Hier sind auch viele Getränke. Flasche mit Öl, nicht schlecht. Haben wir schon. Folgt mir. A device to open the gate must be nearby. Ja. Tis wiser to take the stairs. But if you can do this from above. Da. Hartnollensaft. Leere Flasche. Kann man auch mal gebrauchen. Das ist das Tor, ne? We must find a way to open the gate. Hier die Treppe hoch. That should take us to the hold's upper floors. I feel familiar with this area now. Hier irgend so eine Tür, Dings, wo man es mit aufmachen kann. It's far stronger than a common goblin. Hey! Der schießt aber fette Pfeile auf uns. Oh!
Ja, warte, ich komm. Also es wird auf jeden Fall geschossen hier. Das ist nicht zu knapp. Hey, ey, von wo kommen die denn? Ja, gleich tot, warte mal. Werde ich gelöscht? Renne! Na jetzt. Oh! Shit! Da hinten schießen die raus, ne? Okay, wir müssen, glaube ich, wieder runtergehen. So, okay. Aber da geht's nicht längs. Wie machen wir das Tor auf, ist die Frage. Jetzt hier hochgehen, schießen wir uns auch an, von hier unten. Ja, okay. Guck mal, wir gehen hier wieder rein. Komm mit. Alle müssen hier reinkommen. Dann gehen wir eine Etage höher. Oh! Ist der Schalter da? Nee. Jemand hat einen Hebel entfernt. Okay, wir brauchen einen Hebel. Okay. Wir brauchen einen Hebel, einen Hebel, einen Hebel. Wo finden wir den Hebel, ist die Frage, ne? Hier drin vielleicht? Ja, da ist eine Seite drin. Okay, müssen wir mal gucken, ob wir diesen Hebel finden können irgendwo. Mist. Frage, wo der Hebel könnte natürlich jetzt überall sein. Also wirklich überall. Frage, ob wir da durchrennen müssen und von Mauer zu Mauer rennen. Eine kleine Person könnte durchschlüpfen, hat er gesagt, ne? Aber wo durchschlüpfen? Ja? Untersuchen. Wir haben keinen kleinen Menschen. Da haben wir einen, nee, haben wir nicht. Ich glaube, es bringt nichts, wenn wir hier längs gehen. Nicht kaputt machen, ne? Shit. Wo können wir noch längs? Auf. Oh.
oder nicht? Gut. Okay, da können wir nicht durchschlüpfen, das ist scheiße. Was können wir noch machen, um da reinzukommen? Wir müssen da ja wahrscheinlich rein. Oh, Lüchen. Wer ist er denn? Aber er wird die ganze Zeit getroffen, kann das sein? Kommt hier längs. Hier. Ich glaube, den können wir nicht einfach so einfach killen. Der Helm ist voll, sagt er. Wieder rein! Komm weg! Oh nein! Er hat da irgendjemand in der Hand, oder ist das? Achso, mein Kumpel. Knie, ne? Schießt jetzt einfach so weiter, bis er umkippt. Oh. Wieso wen? Ihn da nicht irgendwie nicht zu packen da. Oh. Ulrika. Oh! Warte, wir heilen uns mal schnell. Warte, liegt hier drinnen, ne? Oder was? Wo ist denn der? Ach da. Wie kann man ihn denn noch killen da?
Ja, ich will das Auge ziehen, das ist gar nicht so leicht. Ja, die Dreierpfeile von mir. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, wir sind ein bisschen schlapp. Na, geht so. Ja, aber es ist die letzte Sache von ihm. Ich treffe sein Auge natürlich nicht, weil er sich auch nicht zu mir hindreht, quasi. Na jetzt. Kommt noch einer? Ah, jetzt aber. Hab schön ins Auge getroffen. Mal schön alleine draußen weiterkämpfen. Ich bin ein Held, oder? Schlapp. Ich kann mich umhauen. Rein hier, rein hier, rein hier. Rein hier, rein hier, rein hier. Die anderen gleich mal retten. Aber das können wir nicht machen, wenn wir hier fast tot sind. Oh. Kurz nochmal hier eine Heilung nehmen. Da bist du. Da, Auge getroffen. So, einer ist tot. Die andere Tante hier noch mal schnell holen. Oh! Wir haben sie doch gerettet, ne? Ja gut. Lass uns hier reinrennen. Hey, ja, was für ein fetter Kampf. Das wäre einfach, wenn wir die Armee reingeholt hätten. Aber sie kriegen wir nicht rein. Ich weiß zumindest nicht wie. Oh nein! Mich auch getroffen, die dumme Sau. Wir gehen mal hier rein, alle. Alle gehen mit hier rein. Alle gehen mit hier rein. So, wir gehen mal hier runter. Wie soll ich diesen Schalter noch finden da? Wo kann denn dieser Schalter sein, ne? Ist eine gute Frage. Ich mache auf jeden Fall meine Speicherung hier. Falls da jetzt irgendwas passiert, dass wir nicht alles von vorne machen müssen. Weil das ist ja schon ein harter Kampf gegen den Goblin da gewesen. Ja, ich suche die Hütte, das ist gar nicht so einfach. Weil da oben können wir leider auch keine abschießen. Also, müssen wir finden.
Er meint ja die Hütte da unten drin, aber wie sollen wir denn da reinkommen? Also wir haben ja keinen, der so klein ist, dass er da reinpasst. Nichts verkehrt. Oh. Oh nein. Mist. Wir landen jetzt auch mal hier, ne? Dill, kann das sein? Jetzt mal. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen bewegen, sonst kippen wir gleich um hier. Komm schon. Der will nur mich haben hier. So. Diese Feuerdinger da oben nerven sowas von. Kann ich sagen, wie viel die nerven, weil die nerven so hart. Nein! Ja, ich würde euch gerne helfen. Ah, du bist hier drin, okay. Einmal steht draußen, ne? Oder beide. Ja, aber wie? Wie kriegen wir das hin? Wir müssen diesen Hebel finden. Wo kann dieser Hebel sein? Wir müssen da unten durchkämpfen wahrscheinlich.
Oh, jetzt habe ich keine Power mehr, ich bin weg hier, aber. Uiuiuiuiui. Hier rein. Ah, schon wieder tot, der Dill. Okay, wir müssen ja wie wir noch erlegen. Fühle ich mich so unruhig. Nee, ne? Noch einer liegt hier irgendwo. Komm, wir rennen hier rüber hin. Bin so ein bisschen geschützt. Kaputt machen noch irgendwie? Ja, sagt immer nur. Könnte eng werden, aber ein kleiner Mensch könnte durchpassen, ja. Wir haben leider keinen kleinen Menschen. Wo schießen die denn überhaupt? Okay. Ich habe sie gesehen und bin auch gleich umgekippt worden. Komm, heil mich mal hier. Irgendjemand. Ausprobieren. Wir speichern mal. Ich will mal sehen, wie dicht man rangehen kann, bis wo wir die feiern. Vielleicht kann ich ja noch dicht an die Wand rankommen und dann schießen wir von oben gar nicht mehr runter. Das ist nur ein Test. Wenn es nicht klappt, sind wir halt tot. Oh, das war nicht so clever. Okay, also da hinzurennen macht nicht so viel Sinn. Ja, müssen wir uns mal überlegen, wie wir die Strategie weiter fortführen. Allerdings würde ich jetzt das in der nächsten Folge machen. Da müssen wir den Hebel unbedingt finden. Und bis dahin. Tschüss.